Hallo und herzlich willkommen zum Girls Practice Day an der HTL Mössinger Straße. Zuerst einmal, was ist der Girls Practice Day überhaupt? Der Girls Practice Day bietet Mädels aus ganz Kärnten die Chance, sich ein Bild von der HTL Mössinger Straße zu machen. Das ist unabhängig vom Tag der offenen Tür, welcher am 19.01. in der HTL stattfindet. Und jetzt haben wir da noch ein kleines Interview vorbereitet mit euch. Und zwar wollte ich euch zuerst einmal fragen, ihr geht zur Bade Biomedizin. Wie ist das so in der Biomedizin mit dem Mädchenanteil im Vergleich zu anderen Fachrichtungen? Ja, also in unserem Jahrgang, zum Beispiel in der dritten jetzt, haben wir Hälfte, Hälfte Mädchen und Jungs aufgeteilt. Und das ist auch in die anderen Jahre relativ gleich. Heißt, es werden immer mehr Mädchen, die was Biomedizin gehen. Okay, also könntest du ein Lob aussprechen für die Biomedizin, dass sich mehr Mädchen trauen sollen, sich da anzumelden für die HTL und vielleicht auch andere Fachrichtungen zu probieren, wie zum Beispiel die Elektronik oder Elektrotest? Auf jeden Fall, ja, weil ich denke mir, es wird so viel gelernt an der HTL, nicht nur Technisches, sondern auch Allgemeinwissen oder so wie im Zweig Biomedizin eben über Biomedizin. Deswegen finde ich schon, dass es wichtig ist, an die HTL zu gehen und vor allem als Mädchen. Kurz vielleicht noch eine Frage für dich. Wie findest du, dass die HTL so einen Girls Practice Day eben speziell für Mädchen anbietet? Ja, also ich finde es eine ganz gute Gelegenheit, um jüngere Mädels zu zeigen, wie es bei uns an der Schule abläuft und dass sie nicht Angst haben, dass sie dann irgendwie die einzigen Mädchen in der Schule oder so sind und dass man halt sieht, dass es wirklich nicht, wie alle sagen, eine reine Jungsschule ist und auch wirklich für Mädchen genug dabei ist. We will always take a stand. Als erstes präsentieren wir euch jetzt das Biomedizinlabor. Let's go back to Als nächstes stellen wir euch die Fachrichtung Elektronik und Technische Informatik vor. Also, wir haben jetzt das nächste Interview für euch vorbereitet. Und zwar steht neben mir der liebe Jan Rauch, der ist unser Schulsprecher und der wird sich jetzt nochmal genauer vorstellen. Ja, genau, also ich bin der Jan Rauch, ich gehe derzeit in die 3BHL und ich habe heute das besonders große Glück, die Schülerinnen und Schüler zu vertreten, ihre Meinungen zu vertreten und ja. Was sagst du zum Girls Practice Day? Findest du, dass es gut umgesetzt war und siehst du da vielleicht auch Ausbaumöglichkeiten, damit man noch mehr Mädchen dazu bringen kann, an die HTL zu kommen? Also ich finde den Girls Practice Day eine wirklich super gute Sache, weil es gibt ja doch noch das Klischee, dass HTL einfach nicht für Mädchen ist. Das stimmt aber absolut nicht. Wir haben in den Biomedizinklassen schon einen sehr hohen Mädchenanteil, aber was ich sehr schade finde, dass in meiner Abteilung oder in der Elektrotechnikabteilung noch sehr viele Mädchen da sind und ich finde, da könnte man definitiv noch was verbessern. Was findest du, was könnte man da machen, um mehr Mädchen zu motivieren und ihnen zu zeigen, dass sie keine Angst haben brauchen vor der Technik? Also erstens, wir haben schon die Möglichkeit, dass man online auf der Homepage sich ein besseres Bild von der Schule verschaffen kann. Man kann live in den Werkstätten zum Beispiel Videos anschauen, was da wirklich genau passiert. Aber man kann natürlich auch einen Schnuppertag vereinbaren, dass man wirklich in den Klassen, im Unterricht teilnimmt, in den Werkstätten unterrichtet und dass man sich da ein besseres Bild verschaffen kann. Genau, du hast es schon angesprochen, die Schnuppertage, das ist eine super Sache, um die Schule näher kennenzulernen, um einfach mal einen Überblick zu kriegen, wie schaut denn so ein Schulalltag überhaupt aus in der HTL. Weil da kommst ihr wirklich zu uns an in die Schule, sitzt in der Klasse eine, ihr habt dann in der Klasse so zwei, drei Betreuer, die für euch da sind, die euch für Fragen zur Verfügung stehen. Und dann könnt ihr den ganzen Tag mit uns verbringen in der Klasse und die lernen heute sehen, was wir euch da vermitteln probieren. Jetzt haben wir noch ein weiteres Interview für euch vorbereitet mit einer Besucherin des Girls Practice Days. Ich würde dir gerne bitten, dass du einmal die kurz vorstellst. Also ich bin die Kailin Hohenwarter, bin 14 Jahre und komme von der MMS Kötschach. Also du gehst da jetzt vierte Klasse, oder? Ja. Das heißt, für die ist es auch nächstes Jahr soweit, der Sprung in die Oberstufe. Warum genau bist du heute zu uns gekommen und was interessiert dich vor allem da in HTL? Weil ich mich für Elektronik interessiere und auf die Schule bin ich halt durchs Internet gekommen. Okay. Hast du auch vor, vielleicht am 19. zum Tag der offenen Tür zu kommen
Oder sagst du, na, ich habe heute schon so viel gesehen, das reicht mir für meine Entscheidung? Also ich glaube, das reicht schon für die Entscheidung so, weil ich habe genug gesehen. So. Also. 15. Bist du so alt? Nein. 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 10. Nein. Bist du so alt? Nein. Das war der Girls Practice Day an der HTL-Mössinger Straße. Wir hoffen, dass wir dein Interesse wecken konnten und wir hoffen, dich beim Tag der offenen Tür am 19.01. begrüßen zu können. HTL-Mössinger Straße, deine Brücke zum Erfolg.